Es ist die Basis von allem Denken, Fühlen und Handeln. Die Welt und wir selbst, wir sind wirklich vorhanden. Wenn wir etwas anfassen oder ansehen, dann ist der angefasste Gegenstand, die angesehenen Dinge, wirklich da, echt, real. Und genauso wir selbst, wir existieren, wir kennen uns selbst, wir sind vorhanden. Doch manchmal scheint das anders zu sein. Da wirken die Dinge unwirklich, neblig, wie im Traum. Wir wissen, da ist was, aber wir erkennen es nur als fremdartig, wie durch einen Nebelschleier hindurch. Und es kann auch sein, dass wir uns selbst wie entrückt fühlen. Das sind zwar unsere Hände, aber gehören sie wirklich zu mir? Der Blick auf mein Spiegelbild verliert die Selbstverständlichkeit. Dafür gibt es viele Bezeichnungen, Brain Fog, Nebel im Gehirn oder Alice in Wonderland-Syndrom, so wird es im Englischen oft bezeichnet. Jamais vu, nie gesehen, sagen die Franzosen. Wissenschaftlich nennen wir es Derealisation oder Depersonalisation. Um dieses Phänomen geht es heute. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns im ersten Video den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse kurz zusammenfassen. In einem weiteren Video möchte ich Ihnen darstellen, was wir selbst an neuen Erkenntnissen und Therapieansätzen gewonnen haben. Schon die eigentlichen Beschwerden genau zu fassen, ist gar kein einfaches Unterfangen. Die richtigen Worte zu finden, ist schwierig. Selbst die Beschreibung erscheint irgendwie diffus, neblig zu werden. Die deutsche Leitlinie schildert das so: Derealisation. Die Betroffenen klagen über ein Gefühl von Unwirklichkeit, zum Beispiel darüber, dass die Umgebung oder bestimmte Objekte fremd aussehen, verzerrt, stumpf, farblos, leblos, eintönig und uninteressant sind. Und sie empfinden die Umgebung wie eine Bühne, auf der jemand spielt. Depersonalisation. Die Betroffenen klagen über ein Gefühl von entfernt zu sein, von nicht richtig hier zu sein. Sie klagen zum Beispiel darüber, dass ihre Empfindungen, Gefühle und ihr inneres Selbstgefühl losgelöst seien, fremd, nicht ihr eigen, unangenehm, verloren oder dass ihre Gefühle und Bewegungen zu jemand anderem gehören scheinen. Sie haben das Gefühl, in einem Schauspiel mitzuspielen. Die Einsicht, dass die Veränderungen nicht von außen durch andere Personen oder Kräfte eingegeben wurden, bleibt erhalten. Nun, zuerst einmal gibt es zwei Definitionen. Einmal nach dem System der WHO, dem ICD und dem der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, DSM. Die zentrale Symptomatik wird ähnlich beschrieben. Allerdings gibt es Unterschiede. Im ICD wird Derealisation und Depersonalisation unter sonstige neurotische Störungen eingeordnet und als selten bezeichnet. Im DSM zählen die Beschwerden dagegen zu den sogenannten dissoziativen Störungen. Was das genau ist, das soll später erläutert werden. Und außerdem macht der DSM noch eine Ergänzung. Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen im sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Die Störung ist nicht auf physiologische Effekte einer Substanz, Droge, Medikamenten oder einer anderen medizinischen Krankheitsfraktur zurückzuführen, zum Beispiel Epilepsie. Die Störung wird durch keine andere seelische Erkrankung besser erklärt, Schizophrenie, Panikstörung, Depression, Belastungsreaktion, posttraumatische Belastungsstörung oder andere dissoziative Faktoren. Die Symptomatik ist in milder Form wahrscheinlich völlig normal. Fast ein Viertel aller Erwachsenen gibt an, im Verlauf eines Jahres einmal solche Gefühle empfunden zu haben. In der Regel sind das flüchtige Ereignisse, denen kaum Beachtung geschenkt wird. Doch bei einem Teil der Menschen kann es zu einem echten Leiden werden. Das soll bei 1-2% der Bevölkerung so sein. Diese Zahl ist überraschend. Damit wäre die Personalisation und die Realisation eine der häufigsten psychischen Störungen nach Depressionen und Angststörungen, etwa so häufig wie Zwangsstörungen. Zur Dauer. Diese kann schwanken für Stunden, Tage oder auch Monate, Jahre manchmal.
solange kommen die Betroffenen aus dem Gefühl der Unwirklichkeit nicht heraus. Besonders leidvoll erleben sie die Schwierigkeit, über das Phänomen zu sprechen. Angehörige, Hausärzte, oft auch Fachleute wie Psychiater oder Psychotherapeuten können mit den Beschwerden wenig anfangen. So gesellt sich häufig zum Gefühl der Entfremdung auch der Eindruck, unter fremdartigen Beschwerden zu leiden, die sonst niemand hat oder kennt. Von außen ist von dem Leiden oft wenig zu sehen. Man funktioniert im Alltag, im Beruf, in der Familie, so als ob alles in Ordnung wäre. Auf der Suche nach Ursachen vermuten die Betroffenen vielfach, unter einer schweren Krankheit zu leiden. Entweder körperlich, Gehirnerkrankung oder geistig, vielleicht eine anbahnende Schizophrenie. Solche Befürchtungen machen die Beschwerden naheliegenderweise nicht besser. Was ist noch bekannt? Eine Depersonalisation, Derealisation kommt selten isoliert vor. In aller Regel liegen weitere seelische Beschwerden vor. Ganz im Vordergrund Angst, Panik, Depression, wobei je nach Untersuchung die Häufigkeit etwas unterschiedlich angegeben wird. Es gibt Derealisation auch bei der Schizophrenie. Doch hier ist der Symptomverlauf ein bisschen anders. Hier fehlt der Als-ob-Charakter. Die Welt ist nicht so, als ob sie fremd wäre, sie ist fremd. Die Hände sind nicht so, als ob sie nicht zu mir gehören würden, sie sind von außen gesteuert. Jemand manipuliert meine Hände, manipuliert die Augen und so weiter. Es fehlt die kritische Distanz. Auch körperliche Erkrankungen können das merkwürdige Gefühl auslösen, zum Beispiel folgende: Schwindel, entzündliche Hirnerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Hirnverletzungen, Epilepsien und schwerwiegende Schlafstörungen. Zu den Auslösern. Als erstes ist Stress zu nennen, das heißt überfordernde Ereignisse. Panikattacken und Schwindelattacken erscheinen auch nach unserer Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Manche Patienten nennen die Einnahme von Drogen, Cannabis oder Stimulantien als Auslöser. Zur Vorgeschichte. Wie auch bei anderen funktionellen Beschwerden sind Belastungsfaktoren in der Kindheit gehäuft anzutreffen. Solche Belastungsfaktoren sind nicht spezifisch. Letztlich kann alles eine Rolle spielen, was die ungestörte seelische Entwicklung eines Kindes beeinträchtigt. Natürlich haben starke seelische Traumata eine besonders ungünstige Wirkung. Allerdings können auch umgekehrt überbehütende, überängstliche Eltern einen Risikofaktor darstellen. Zur Diagnose. Die Diagnose wird in der Regel durch einen erfahrenen Psychiater, Psychotherapeuten gestellt. Es gibt Fragebögen, die auch nur der zusätzlichen Diagnosesicherung dienen. Obwohl die Beschwerden bekanntermaßen häufig sind, wird die Diagnose nur extrem selten und manchmal erst nach Jahren oder Jahrzehnten gestellt. In der Regel wird die begleitende Depression und Panik diagnostiziert und entsprechend behandelt. Was ist generell zur Therapie bekannt? Bei einer Erkrankung, die 1-2% der Bevölkerung betrifft, sollte es eine breite Forschung und gute Therapieangebote geben. Doch das ist leider nicht der Fall. Es gibt kein einziges zugelassenes Medikament gegen Depersonalisation und Derealisation. Noch schlimmer, selbst wenn Präparate wie Antidepressiva oder andere Psychopharmaka im sogenannten Off-Label-Use eingesetzt werden, nützen sie wenig bis gar nichts. Bei der Psychotherapie sieht es etwas günstiger aus, allerdings gibt es kaum systematische Studien, sondern eher Fallberichte. Psychotherapie kann jedoch eine Unterstützung sein, um mit den Beschwerden besser umzugehen, Coping genannt. Depressionen und Ängste werden so häufig gemildert. Was jedoch meist bestehen bleibt, ist die eigentliche Kernsymptomatik. Die Welt und die eigene Person erscheinen weiterhin fremd, unwirklich. Insgesamt also kein sehr ermutigendes Ergebnis. In einer Übersichtsarbeit endet ein Autor: Insgesamt werden eindeutig neue therapeutische Ansätze benötigt, um Menschen mit dieser Störung zu helfen. Wir glauben Ihnen, so einen Ansatz zeigen zu können. Darum geht es dann im nächsten Video. Vielen Dank.